Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Inazuma 11-2 Feuersturm. Wir sind hier immer noch direkt am Ende des Spiels und ich drücke gleich mal weiter, damit wir weiter mit der Story machen können. Wir haben gewonnen? Wir haben gewonnen! Hervorragend, Raimon Elf! Eure Fähigkeiten haben erneut meine Erwartungen übertroffen. Ich verachte euch zutiefst. Und dennoch fühle ich mich so lebendig, wenn ich gegen euch spiele. Ich habe sogar angefangen, Spaß am Fußball zu finden. Das war meine größte Fehleinschätzung. Dvalin! Krieger von Epson, hört ihr mit zu? Ja, Lord Dvalin. Wir können nicht mehr zu unserem Gebieter zurück. Doch lasst uns zu ihm. Für immer. Doch lasst uns ihn für immer huldigen. Und gepriesen sei Elius. Lang lebe die Elius Academy. Lang lebe die Elius Academy. Lebe wohl, Raimon Elf. Dvalin. Bei unserem nächsten Treffen sollten wir Spaß beim gemeinsamen Fußballspiel haben. Trainerin, vielen Dank. Was? Wovon sprichst du, Axel? Hätten Sie mich nicht gehen lassen, vielleicht wäre ich dann einer von denen geworden. Was meinst du damit, einer von denen? Ich kann das erklären. Axels Schwester wurde von Elias bedroht. Sie haben gesagt, dass sie etwas antun würden, wenn Axel sich nicht ihrem Team anschließe. Wirklich? Ein Moment, Tori. Wusstest du etwa, dass Julia von Axel von Elias beobachtet wurde? Ja, ich wusste, dass etwas nicht in Ordnung war, als Axel das Team verlassen hat. Also habe ich Papa und den Secret Service darum gebeten, ein paar Nachforschungen anzustellen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht Bescheid gesagt habe, aber ich durfte es niemandem sagen, bis der Plan funktioniert hatte. Es stimmt. Elias wollte, dass ich mich ihnen anschließe. Ich hatte gehofft, dass sie mich in Ruhe lassen würden, wenn ich ihnen aus dem Weg ginge. Ich dachte, wenn ich verschwinde, würden sie Julia in Ruhe lassen. Das ist also der Grund, dass du so oft daneben geschossen hast, als wir gegen Gemini Storm gespielt haben. Und darum hast du das Team so plötzlich ohne jede Erklärung verlassen. Wussten Sie also auch davon, Trainerin? Haben Sie ihn deshalb aus der Mannschaft geworfen? Sie haben also Axel und Julia gerettet und Ihnen war es egal, dass wir Sie dafür verachtet haben. Nachdem ich das Team verlassen hatte, bin ich allein herumgereist und habe weiter hart trainiert. Ich konnte an nichts anderes denken, als daran, wie ich Julia vor Elias beschützen könnte. Du Esel! Mark? Warum hast du uns nichts gesagt? Wir sind doch Freunde, oder? All das musstest du allein durchmachen. Ich... Es tut mir leid, Mark. Also, Axel, wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit endlich wieder zur Raimon Elf zu gehören? Es ist großartig. Na dann, los, auf zum Training. Ich will deinen Feuersturm noch einmal sehen. Ach komm schon, Mark. Wir haben gerade ein Spiel hinter uns. Lass uns doch mal ein wenig ausruhen. Du hast dich kein bisschen verändert, Mark. Hihi, alles ist wieder beim Alten. Jungs sind so einfach gestrickt. Da sagst du nichts Neues, Sylvia. Dieses Team, sie sind jetzt bereit. Das habt ihr also in der Zwischenzeit alles erlebt, hm? Alle sind viel stärker als vorher geworden. Nicht wahr, Axel? Und diese Megatechniken sind sogar noch viel stärker als die Spezialtechniken. Megatechniken? Oh, du weißt doch gar nichts davon. Die Megatechniken sind die Techniken, die im Notizbuch der Meister meines Opas stehen. Ah, natürlich von vorn. Dieses Notizbuch hat mein Opa in Fukuoka hinterlassen. Mark, beruhige dich. Wir haben genug Zeit. Oh ja, klar. Du bist auch viel stärker geworden, Axel.
Ja, Okinawa ist ein toller Ort, um zu trainieren und die Natur ein wenig zu genießen. Ich glaube nicht, dass du dafür in der Muße warst. Aber während ich so lange allein war, habe ich gelernt, wie wichtig Freundschaft ist. Ich denke, das Gefühl kennt jeder. Aber niedergeschlagen zu sein löst keine Probleme, richtig? Wir müssen alles mal ausprobieren. Man lebt schließlich nur einmal. Axel, ich gehe jetzt ein wenig trainieren. Ich habe jetzt unheimlich Lust, Fußball zu spielen. Marc, die nächste Welle kommt bestimmt. Was für ein tolles Sprichwort. Er hat sich wirklich kein wenig verändert. Aber etwas anders hat sich schon verändert. Der Himmel wirkt irgendwie klarer. Hey, Axel, kann ich kurz mit dir reden? Na klar. Deine Schüsse sind fantastisch. Es wundert mich nicht, dass Kevin eine so hohe Meinung von dir hat. Im Moment spiele ich in der Abwehr. Aber irgendwann möchte ich auch ein Stürmer sein, genau wie du. Hm? Hey, warte! Axel Blaze, ich fordere dich heraus. Lass uns klären, wer von uns der perfekte Stürmer ist. Tut mir leid, aber ich habe kein Interesse. Hast du etwa Angst? Du machst mich traurig. Es ist, als hätte dich jemand angekettet. Ich möchte gegen dich spielen, aber dann gegen dein wahres Ich. Gegen den, der du wirklich bist. Ich frage mich, was Trainerin Lina plant. Wieso hat sie uns alle so überraschend zusammengerufen? Werden wir denn ja sehen. Was macht denn dieser Clown hier bei uns? Von heute an ist Hurley offiziell ein Mitglied unseres Teams. Ja, Mann! So sieht's aus. Freut mich, bei euch zu sein, Leute. Bist du dir sicher, dass du uns begleiten kannst? Ich dachte, dass du Okinawa beschützen wolltest. Will ich auch, Mann. Darum will ich Aegis besiegen. Es ist der einfachste Weg, um alle zu beschützen. Außerdem können Cadence und der Rest der Maritimes beschützen. Und der Rest des Teams Maritimes beschützen, während ich mit euch unterwegs bin. Was? Deine Daten? Hurley, du bist ja älter als wir alle. Ja, ich dachte, das hätte ich dir gesagt. Du bist älter? Mit jemandem, der älter ist als ich, habe ich bisher noch nie viel zu tun gehabt. Entspann dich, Marc. Wir haben uns doch bisher auch schon gut verstanden. Also machen wir weiter wie bisher. In Ordnung? Naja, in Ordnung. Willkommen im Team, Hurley. Super. Kane hat sich dir angeschlossen. Oh, Trainerin Lina. Sind alle hier? Gut, hört mal her. Wir haben das Hauptquartier gefunden, in dem sich die Ace Academy versteckt. Wir brechen sofort dorthin auf. Was, das Hauptquartier von Aegis? Es befindet sich im Fujiwald. Genesis sind sicher auch dort, also bereitet euch gut vor. Ihr Hauptquartier? Das kam sehr plötzlich. Ich frage mich, ob Trainerin Lina... Währenddessen. Die Schwester von Axel Blaze ist dir also entkommen. Dank dir haben wir nun also das einzige Druckmittel gegen ihn verloren. Der einzige Weg, um ihn zu uns zu bringen, wurde versperrt. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Meister. Als ich am bestimmten Ort angekommen war, waren meine Männer bereits ausgeschaltet worden und... Deine Ausreden interessieren mich nicht. Du allein trägst die Verantwortung für diesen Rückschlag. Das ist dir schon bewusst, oder? Ja, Meister. Dann hat sich auch noch Torch deinem Befehl widersetzt und ist spurlos verschwunden. Ich bin enttäuscht von dir, Wiles. Beim nächsten Mal muss Genesis die Raimon-Elf besiegen. Solltest du das nicht schaffen, bist du nicht länger nützlich. Verstanden, Meister. Axels Schwester, sie ist nicht von Bedeutung. Sie haben bereits etwas viel Wichtigeres verloren. Hehehehe.
Endlich erreichen wir das Elges Hauptquartier. Gebt alles, Leute. Dann können wir gewinnen. Erfahre mehr in Operation Genesis. So machen wir das an der Raimon. Gerne möchte ich speichern. Ja, dann Ketchup und weiter geht's im Text. Genesis hat diese Spezialtechnik also endlich gemeistert, nicht wahr? Ja, Meister. Unser Plan kann jetzt wie vorgesehen weiter ausgeführt werden. Vater. Haben Sie diese Spezialtechnik gesehen? Wir haben sie endlich gemeistert. Es hat ja auch lange genug gedauert. Um die Welt, die ich mir wünsche, zu erschaffen, müsst ihr noch viel härter arbeiten. Ich weiß. Wenigstens wird die Regierung jetzt nicht mehr so zaghaft in ihren Entscheidungen sein. Die Zeit für meine Rache an dieser Welt ist gekommen. Rache dafür, dass sie ihn mir weggenommen haben. Ihn. Gut. Wir müssen uns organisieren, bevor wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Javier, bring Torch und Gazelle zu mir. Wir dürfen sie in einem Moment wie diesen nicht einfach frei herumlaufen lassen. Ja, Vater. Vater, ich weiß, dass Sie mich von allen vor allem als Spieler bei Genesis schätzen, aber bedeute ich Ihnen wirklich nicht mehr? Hast du etwas gesagt, Javier? Nein, Vater. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ich lebe nur, um Ihre Wünsche zu erfüllen. Kapitel 9. Operation Genesis. Was? Wir wollen in das Hauptquartier von Alice einbrechen? Stimmt das, Trainerin Lina? Ja. Der Fuji-Wald, das ideale Versteck für ein Hauptquartier. Da fällt mir etwas ein, was mein Vater mal erwähnt hat. Er sagte, dass eine Stelle am Fuji auf einmal nicht mehr auf Satellitenfotos der Regierung zu sehen war. Das muss das Hauptquartier von Aegis sein. Aber Trainerin, das ist Wahnsinn. Jetzt in das Lager unserer Fallen zu stürmen, ist purer Leichtsinn. Ja, genau. Wir konnten nicht das Geringste gegen Genesis ausrichten, als wir ihnen das letzte Mal begegnet sind. Und diese Megatechniken beherrschen wir auch noch nicht. Wenn wir uns jetzt mit ihnen anlegen, enden wir nur wie Nathan und Kevin. Wir haben ihnen gegenüber keine spielentscheidenden Vorteile, Trainerin. Axel und Hurley sind bei dem Team gerade erst beigetreten. Wir müssen uns erst noch aufeinander abstimmen. Wir haben keinen spielentscheidenden Vorteil. Du hast recht. Also warum? Selbst wenn euch der spielentscheidende Vorteil fehlt, seid ihr trotzdem nicht ohne Chancen. Meiner Einschätzung nach seid ihr momentan die stärkste Mannschaft des Landes. Die stärkste Mannschaft des Landes. Und ich bin davon überzeugt, dass wir sofort handeln müssen, wenn wir Aegis besiegen wollen. Noch während wir hier reden, laden sie ihre Kräfte auf und werden stärker. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie diese Spezialtechnik meistern können. Was haben Sie gesagt, Trainerin Lina? Nichts. Wir brechen sofort auf. Nur so können wir Genesis besiegen. Mark, sprich mich an, wenn du bereit bist. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber wirkt Trainerin Lina auf euch auch so angespannt? Was möchtest du tun, Mark? Sind wir wirklich stark genug, um direkt ins Hauptquartier von Ace zu gehen? Ich gehe hin. Unser Ziel war, die stärkste Mannschaft des Landes zu werden und die Aegis Akademie zu besiegen. Und wenn wir bereits die stärkste Mannschaft sind, dann können wir Genesis gegen Genesis gar nicht verlieren. Genau, Genesis wird uns nicht besiegen. Oder doch? Ich wusste es, dass wir uns ihnen eines Tages stellen müssen. Aber dass es so bald sein würde, habe ich nicht gedacht. Lito? Dann ist die Entscheidung gefallen. Wir fahren nach Fuji. Machen wir uns bereit. Sind wir wirklich die stärkste Mannschaft des Landes? Das ist irgendwie schwer zu glauben. Naja, wir haben alle anderen bis jetzt besiegt, also, da. An
Anscheinend hat niemand große Zuversicht, dass wir eine Chance gegen Genesis haben. Das stimmt. Gegen solch ein Team anzutreten ist höchst gefährlich. Ha! Nelly, was ist los? Ich frage mich, wie Trainerin Lina vom Aes Hauptquartier erfahren hat. Was? Ach, gar nichts. Vergiss es einfach. Tja, dann würde ich mal sagen, let's go. Bist du bereit, Mark? Natürlich. Alda? Gut, wir müssen einen Weg finden, um das Hauptquartier von Aes einzudringen. Hey, wo ist Frost? Was? Warum? Warum gehöre ich noch immer zum Team? Nicht einmal mein ewiger Eiswind kann etwas gegen Aes ausrichten. Sie brauchen keinen von uns beiden. Oder, Aiden? Falle ich ihnen nur zur Last? Und du lässt dich nicht einmal mehr blicken. Natürlich nicht. So wie du dich mittlerweile vor dem Ball fürchtest, Sean. Hast du überhaupt noch Spaß am Fußball? Ich habe zurzeit einfach keine große Lust auf Fußball. Ich habe nachgedacht, Aiden. Wenn ich einfach komplett zu dir werde und Sean Frost zurücklasse. Ich frage mich, ob meine Schüsse dann etwas gegen Aes ausrichten könnten. Wenn ich doch nur zu dir werden könnte, Aiden. Nein, ich bin... Frost, nicht wahr? Sean Frost. Ihr seid... Aes Academy? Wir haben dir beim Fußballspielen zugesehen, Frost. Wir sind beeindruckt. Du hast nicht zufällig Interesse daran, unserer Mannschaft beizutreten? Einen Spieler wie dich können wir gut gebrauchen. Ein Spieler wie mich also? Nein, Aiden, sie kommen von Aes. Hör nicht auf sie. Du wolltest doch schon immer von einer Mannschaft gebraucht werden, oder nicht? Sie sagen, sie brauchen uns schon. Endlich braucht uns jemand. Wir sollten mit ihnen gehen. Nein, das ist nicht das, was... Kämpf dich dagegen an, Sean. Du hast selbst gesagt, dass du zu mir werden willst. Und meine Entscheidung ist bereits gefallen. Aiden, warte, geh nicht mit ihnen. Bitte, alles aber das nicht. Erzählen Sie mir doch mehr von Ihrem Angebot. Nein! Was ist los? Habt ihr Frost gefunden? Nein, wir können ihn nirgends finden. Ich habe sogar schon eine Vermisstenmeldung aufgegeben. Mann, wir sollten ihn schon längst gefunden haben. Er war in letzter Zeit ziemlich schlecht drauf, was? Und man weiß nie, was einem so einer anstellt, wenn er komplett durchdreht. Wahrscheinlich schwimmt er gerade nach Hause oder so. Scott, sag doch so etwas nicht. Ich sollte besser weiter nach ihm suchen. Hey, Hurley! Trainer! Oma meinte, sie hätte den Typen gesehen, den ihr sucht. Den mit dem weißen Schal. Was, ehrlich? Ja, Mann. Sie hat ihn zusammen mit ein paar Typen rumlaufen sehen. Ganz in Schwarz und mit Sonnenbrille, meinte sie. Solche Typen sieht man hier in Okinawa nicht oft, deswegen ist es ihr aufgefallen. Ganz in Schwarz gekleidet? Vielleicht sind das dieselben Leute, die mich bedroht haben. Aes Academy? Trainerin Lina, wir müssen Frost sofort finden. Ach, Trainerin? Wir können im Moment auf Frost verzichten. Was wollen Sie damit sagen? Wie schon gesagt, je länger wir warten, desto schlechter stehen unsere Chancen gegen Aes, also... Wollen Sie etwa, dass wir ihn im Stich lassen? Das machen wir auf keinen Fall. Natürlich nicht. Entschuldigt bitte. Frost ist einfach wortlos verschwunden. Wo könnte er nur sein? Mir war nicht klar, wie schlecht es Frost ging. Oh, es ist mein Vater. Hallo? Was? Frost wurde auf dem Fußballplatz der Raimond Junior High gefunden? Na gut, wir machen uns sofort auf den Weg. Auf Wiederhören, Vater. Wie ist er da so schnell hergekommen? Nelly, hast du gerade gesagt, dass man Frost gefunden hat? Ja, aber er scheint etwas verwirrt zu sein. Verwirrt? Was soll das heißen?
Ich weiß es nicht. Brechen wir sofort zu Raimon Junior High auf, um es herauszufinden. Gut. Ist der Bus bereit, Herr Veteran? Natürlich. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Da fahre ich euch zu Raimon Junior High. Frost, wir brauchen dich. So leicht entwischt du uns nicht. Wir scheinen irgendetwas an uns zu haben, dass uns die Leute weglaufen. Ich frage mich, woran das liegt. Zuerst war Axel weg, jetzt ist Frost weg. Ich beginne ein Muster zu erkennen. Hey, sieht mal, die Raimon Elf ist wieder wie... Die Raimon Elf, Die Raimon Junior High ist wieder wie neu. Dabei lag alles in Schutt und Asche, als wir losgefahren sind. Der Geschäftsführer macht wirklich keine halben Sachen. Eure Schule lag in Schutt und Asche? Das ist echt hart. Mark, sieh mal dort. Das ist doch... Frost! Frost, ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Hey, Frost, alles klar bei dir? Komm mir nicht zu nah, Mark. Das ist nicht der Frost, den wir kennen. Es wirkt, als ob jemand anderes ihn lenken würde. Jemand anderes? Bedeutet das? Bist du etwa Aiden? Hm, endlich bemerkst du es. Hey, wer ist dieser Aiden? Der kleine Bruder von Frost. Ich dachte immer, das war umgedreht. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Aber bei Fußballspielen macht er sich noch manchmal bemerkbar. Ich hätte aber nie gedacht, dass er sich auch bemerkbar macht, wenn Frost gerade nicht Fußball spielt. Ihr habt euch Zeit gelassen. Ihr seid wohl hier, um die neuen Spieler von Elias zu bewundern, was? Was? Frost würde euch niemals beitreten. Ihr bedroht ihn bloß so, wie ihr es mit Axel gemacht habt. Falsch. Ich habe entschieden, ihnen beizutreten. Ich, Aiden. Willst du damit etwas sagen, dass... Frost, es muss hierfür doch einen Grund geben. Sag mir, was ist los? Du willst meine Gründe erfahren? Gut, ich sage sie dir, nachdem ihr mich besiegt habt. Dich besiegen? In einem Spiel? Mein Name ist Aiden Frost und ich bin der beste Stürmer, der das Trikot von Raimon getragen hat. Gegen jemanden wie dich werde ich niemals verlieren, Axel. Aber warum tust du das? Warum? Ist dir klar, wie viel Leid du Frost verursacht hast? Wie er gelitten hat, als du ihm sagtest, dass ihn niemand braucht? Ich stand Frost immer am nächsten. Ich weiß, was er durchgemacht hat. Er ist immer allein gewesen. Seit dem Unfall konnte er sich kaum ein Lächeln abbringen. Er macht sich große Vorwürfe wegen allem, was passiert ist. Weil er seine Familie nicht retten konnte. Weil er nicht perfekt ist. Das hat ihn so gequält? Ich kenne diese Gefühle. Ich habe mir selbst die Schuld an Julias Unfall gegeben. Deshalb hatte ich Fußball aufgegeben. Frost kam langsam mit sich ins Reine, seit er sich euch angeschlossen hatte. Aber das wurde beim Match gegen Elias wieder zunichte gemacht. Er begann zu glauben, dass ihr mich mehr brauchen würdet als ihn. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen euch beide im Team. Das sah er anders. Er wollte Aiden sein. Er wollte ich sein. Also habe ich seinen Wunsch erfüllt. Genug geredet, Frost. Erledige sie. Ich sollte wohl besser tun, was er sagt. Spielen wir. Mark, willst du wirklich gegen Frost antreten? Nein. Wenn du dich nicht stellst, dann tue ich es. Ey, nicht! Ha, mein Kopf! Schon, hör auf damit! Das große Redenschwing und jetzt das? Du bist für uns nicht von Wert. Wartet! Mark! Frost hat schon wieder einen Anfall. Frost, geht es dir gut? Frost? Hey, Mark, verzeih mir, ich...
Frost ist wohl fürs Erste wieder bei uns. Wir sollten ihn sich ausruhen lassen. Wir sind deine Freunde, Frost. Was auch immer passiert, wir sind für dich da. So wie du für uns da sein wirst, wenn wir Aldius besiegen. Entschuldige, Mark, aber wir haben nicht viel Zeit. Der Geschäftsführer sagte mir, dass es an der Raimond Junior High medizinische Einrichtung gebe. Dort kann sich Frost erholen. Haltet euch bereit, wir brechen bald zum Hauptquartier von Aldius auf. Mark, sagst du mir bitte Bescheid, wenn ihr bereit seid? So, und ich würde sagen, wir sind dann im nächsten Part bereit, damit wir jetzt nicht in die Überlänge kommen. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich wie immer,